Ja, meine Damen und Herren, ich habe dem Kabinett heute über die ersten Zahlen zur Kriminalitätsentwicklung im ersten Halbjahr 2017 berichtet. Da geht es zum einen um einen weiteren Rückgang der Wohnungseinbrüche. Es geht um natürlich die nach wie vor niedrigste Kriminalitätsbelastung im Ländervergleich und die höchste Aufklärungsquote. Das zeichnet sich eindeutig ab und das ist sicherlich ein Ergebnis der konsequenten Sicherheitspolitik der Bayerischen Staatsregierung. Nach den vorläufigen Meldungen der Polizeipräsidien in Bayern ist die Zahl der Straftaten im ersten Halbjahr 2017 im Vergleichszeitraum zum ersten Halbjahr 2016 um knapp 20.500 auf 281.942 gesunken. Die exzellente Arbeit unserer Polizei zeigt sich auch bei der auf 65,5% gestiegenen Aufklärungsquote, ein Spitzenwert. Besonders erfreulich ist, dass im ersten Halbjahr 2017 die Zahl der Wohnungseinbrüche weiter zurückgegangen ist. Diesen Trend können wir ja schon seit 2015 beobachten. Im ersten Halbjahr 2017 wurden 3.617 Fälle festgestellt. Das sind 595 weniger als im Vorjahreszeitraum. Das sind knapp 14% Rückgang. Ich führe das auch auf die Maßnahmen zurück, die die Staatsregierung in den vergangenen Jahren eingeleitet hat. Gründe für den Rückgang sind vor allem die hohe polizeiliche Präsenz, der Einsatz der BRICOPS-Prognosesoftware oder auch unsere intensive Schleierfahndung. Und auch die enge Zusammenarbeit mit anderen Ländern und gemeinsame Kontrollaktionen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität zeigen Erfolge. Und außerdem verbessert nun die sogenannte Funkzellenabfrage die Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei erheblich. Und auch in anderen Deliktsbereichen entwickeln sich die Zahlen nach den ersten Berechnungen positiv. Sowohl beim Diebstahl -10%, bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten -8%, bei Hoheitsdelikten -6%, bei der Straßenkriminalität -6% und im Bereich der Körperverletzungen -7% sind deutliche Kriminalitätsrückgänge zu verzeichnen. Negativ fällt hingegen die Entwicklung der Vergewaltigungsfälle aus. Hier gab es im ersten Halbjahr 2017 eine deutliche Steigerung der Fallzahlen in Bayern, nämlich um 222 Fälle auf 685 Fälle. Das ist eine Steigerung um rund 47%. Gerade die Zahl der durch Zuwanderer begangenen Vergewaltigungsdelikte ist erheblich angestiegen, nämlich um 60 Fälle. Das sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 90%. Unsere Polizeiexperten arbeiten derzeit an einer detaillierten Analyse der Statistikdaten. Wir wollen auf jeden Fall diese widerwärtigen Sexualstraftaten noch gezielter bekämpfen, auch in den Asylunterkünften. Neben einer erhöhten Polizeipräsenz gehören dazu auch gezielte Präventionsmaßnahmen. Fakt ist, dass dazu auch die wirksame Begrenzung der Zuwanderung und die konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber einen Beitrag leisten muss. Im Hinblick auf das bevorstehende Oktoberfest werden wir durch eine hohe Polizeipräsenz, vor allen Dingen dann auch in den Nachtstunden nach dem jeweiligen offiziellen Ende des Oktoberfestes und auch durch verstärkte Videoüberwachung gerade solchen Sexualstraftaten vorbeugen. Im Kampf gegen Sexualstraftaten darf auch die Ausweitung der rechtlichen Befugnisse für DNA-Proben kein Tabu sein. Wir sind der Meinung, dass künftig bei der Registrierung von Flüchtlingen grundsätzlich auch eine DNA-Probe neben dem Fingerabdruck genommen werden sollte.